Der 11. September 2001 ging als Schreckensdatum in die Geschichte der Menschheit ein. Die Terroranschläge mündeten in Kriegen der USA gegen jene Länder, die den Terroristen angeblich Unterschlupf gewährten. Verschwörungstheoretiker vermuten hinter den Anschlägen einen willkommenen Anlassfall zur politischen Neuordnung der Welt. Das Gebäude wurde über einen längeren Zeitraum vorbereitet, innen durch Sprengungen. Das Objekt war viel kleiner als eine Boeing, viel leichter als eine Boeing. Und im Verhältnis zur Masse viel fester als eine Boeing. Dass Osama bin Laden und 19 Räuber, sage ich immer, die USA angegriffen haben, das ist eigentlich die schlechteste Verschwörungstheorie, die ich kenne. Unterlagen aus Geheimdienstkreisen sollen auf Verschwörungen innerhalb der amerikanischen Regierung hinweisen. Der amerikanische Präsident soll Mitglied bei einem Geheimbund sein, der die Weltherrschaft anstrebt. Skull and Bones. Wenn man sich heute mit den Geheimgesellschaften auseinandersetzt, dann stellt man immer wieder das extreme Machtstreben fest und sieht einfach, dass im Grunde jede dieser Gesellschaften versucht, die jetzt existierende Gesellschaft zu unterwandern und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Versteckte Kameras dokumentieren angebliche seltsame Aufnahmerituale. Dann finden halt aber auch Initiierungsrituale statt, die also sehr makaber auch wirken. Die müssen sich dann in Särge legen und das geht also recht bizarr zu. Man stirbt gewissermaßen ein Symboltod und wird dann zu einem ganz neuen Leben erweckt. New York, 11. September 2001, 8.43 Uhr. Die Metropole am Hudson erlebt einen strahlend blauen, milden Herbstmorgen. Plötzlich geschieht das Unvorstellbare. Terroristen steuern zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers. Diese stürzen nur wenig später in sich zusammen. Insgesamt sterben 3000 Menschen. Ein Teil von Manhattan liegt in Schutt und Asche begraben. Rauch und Staub verdunkeln die Sonne. Menschen irren in Panik und Entsetzen durch die Straßen. Amerika, das sich unverwundbar glaubte, wurde tief in seinem Inneren getroffen. Schon kurze Zeit später wurde Osama bin Laden und Al-Qaida verdächtigt, hinter den Anschlägen zu stecken. Die Reaktion der amerikanischen Regierung ließ nicht lange auf sich warten. Bereits wenige Stunden nach dem Terrorakt sprach US-Präsident George W. Bush in einer ersten Stellungnahme von einer nationalen Tragödie. Er betonte, es handle sich offenkundig um einen terroristischen Anschlag und kündigte Vergeltung an. So lautet die bekannte Version des 11. September 2001. Danach folgt ein innen- und außenpolitischer Wandel der USA. Doch immer mehr Menschen zweifeln an der offiziellen Version der amerikanischen Regierung, arabische Terroristen hätten die USA angegriffen. Am 20. September 2007 versammelten sich in Brüssel hunderte Menschen, um für eine erneute Untersuchung der Vorkommnisse am 11.9. zu demonstrieren. Nur ein französischer Fernsehsender berichtet über diese Veranstaltung. Wurde das Pentagon von einem Flugzeug oder etwas anderem getroffen? Das ist gar nicht die Frage, sondern wie ist es möglich, dass 19 Höhlenmenschen aus Afghanistan sich einfach ein paar Flugzeuge schnappen und den gesamten Militärapparat der USA an diesem besonderen Tag umgehen konnten? Das ist absolut unglaubwürdig. Man hat den Hass gegen die Araber, gegen den Islam geschürt und die Kriege gerechtfertigt, die Amerikaner, genauer gesagt Bush, Cheney, Rumsfeld und seine ganzen Helfershelfer haben die ganze Geschichte inszeniert. Man muss nur die Bilder anschauen und sich im Internet informieren, nicht nur in der herkömmlichen Presse. Dann wird einem klar, dass man uns belügt. Zweifel an den offiziellen Darstellungen zum 11.9. hatte auch der deutsche Journalist Gerhard Wisniewski. Im Jahr 2003 drehte er für den WDR die Dokumentation Aktenzeichen 11.9. ungelöst. Schon am nächsten Tag wurde Wisniewski von anderen Medien vorgeworfen, er hätte Interviews manipuliert und Fakten verdreht. Der WDR lehnte daraufhin eine weitere Zusammenarbeit mit ihm ab. Wisniewski beharrt auf der Korrektheit seiner Recherchen und hält seither Vorträge über seine Theorie, wie auch im burgenländischen Stegersbach. Das, was wir da eigentlich produziert haben mit diesem Film, Aktenzeichen 11.9. ungelöst, das war sowas wie ein Medienunfall. Das hätte nicht passieren dürfen. Kaum war der Film dann eben draußen, hat man versucht, den dann sozusagen rückgängig zu machen. Das Totschlagargument ist ja immer Verschwörungstheoretiker.
Ja, also da tut man dann halt so, als gäbe es keine Verschwörung, als wäre jemand, der sich mit Verschwörungen beschäftigt, sowieso schon irgendwie leicht daneben. Und dabei vergisst man ja eigentlich, dass die offizielle Version des 11.9. auch eine Verschwörungstheorie ist, nämlich die Theorie, dass Osama bin Laden und 19 Räuber, sage ich immer, die USA angegriffen haben. Das ist eigentlich die schlechteste Verschwörungstheorie, die ich kenne. Zwei Flugzeuge sind gemäß dieser offiziellen Version in die beiden Türme des World Trade Centers geflogen. Daraufhin sind diese Türme nach der offiziellen Version in sich zusammengebrochen aufgrund der Flugzeuge, aufgrund der Flugzeugeinwirkung. Das ist die offizielle Version. Dann haben wir einen angeblichen Flugzeugeinschlag im Pentagon gehabt. Und dann haben wir noch ein weiteres Ereignis gehabt hier in Shanksville, Pennsylvania, ein weiterer Flugzeugabsturz von Flug 93. Wenn ein Flugzeug zerschellt dieser Größenordnung, ein gewaltiges Trümmerfeld, also Gepäck, Schuhe, Kleidung, Leichenteile. Sie sehen da oben die ratlose Feuerwehr, ja, die da in das Loch starrt und sich fragt, ja, hat jemand mal ein Flugzeug für mich? Alle waren wie vor den Kopf gestoßen, weil sie zu einem Flugzeugabsturz gerufen wurden. Aber da war kein Flugzeug. Kein Flugzeug. Es sind nie Leichenteile präsentiert worden, keine ordentlichen Obduktionsberichte, keine Identifizierung der Hijacker-Leichen. Nach der offiziellen Version wurde ein Flugzeug in das amerikanische Verteidigungsministerium, das Pentagon, gesteuert. Wisniewski zweifelt an dieser Tatsache. Seiner Meinung nach ist es nicht möglich, dass ein Flugzeug in das bestgesicherte Gebäude der Welt rast und nicht gestoppt wird. Das Pentagon verfügt über ein Frühwarnsystem und über eigene Flugabwehrraketen. Um seine These zu untermauern, zeigt Wisniewski Aufzeichnungen einer Überwachungskamera des Pentagon, auf der das Datum und die Uhrzeit nicht korrekt angezeigt wird. Auf dem Video sieht man zwar eine heftige Explosion, aber kein Flugzeug. Das US-Verteidigungsministerium hat keine weiteren Aufnahmen von Überwachungskameras freigegeben. Sie sehen wahrscheinlich, genau wie ich, dass Sie nichts sehen. Ja, wahrscheinlich gibt es Kameras, die hätten die Boeing auf sich zukommen sehen. Da hätte es gar keine Zweifel gegeben. Da hätte ich das Gesicht von Mohammed Atta oder wem auch immer noch sehen können da drin. Das ist ein echtes Foto von dem Gebäude. Das ist ungefähr ein, zwei Stunden später, nachdem noch ein paar Decken zusammengebrochen sind. Das Problem ist nur, die Maschine hat ja 47 Meter etwa Spannweite. Man müsste jetzt irgendwo mal eine Spur sehen von den Tragflächen, die in die Fassade gehauen sind. Wisniewskis Vermutung, der Anschlag erfolgte durch kein Flugzeug, sondern durch einen ferngelenkten Flugkörper der amerikanischen Armee. Das Objekt war viel kleiner als eine Boeing, viel leichter als eine Boeing. Das ist mein Hauptverdächtiger. Also es gibt auch Bilder aus dem Pentagon, da kann man tatsächlich Teile dieser Drohne erkennen. Wir haben halt beobachtet, dass bei den großen Attentaten der letzten Jahre, auch am 11.9., immer zufällig an diesem Tag Manöver abgehalten wurden, die genau das zum Inhalt hatten, was dann passierte. Also man hat am 11.9. zum Beispiel Manöver durchgeführt mit entführten Flugzeugen. Man hat Manöver und Übungen durchgeführt mit Regierungsgebäuden, die von solchen Flugzeugen bedroht wurden. Also exakt das, was dann auch wirklich passierte. Und das Fantastische sozusagen ist ja jetzt, sie können dann das Attentat total offiziell planen. Das heißt, alle, ich würde sagen 95% oder 99% der Teilnehmer glauben, sie nehmen an einem Manöver teil. Und dann brauchen sie nur noch 2, 3, 5 oder 10 Leute, die sozusagen dieses Manöver hijacken und dann eine echte Bombe pflanzen, ein echtes Flugzeug in das World Trade Center fliegen lassen. Das ist alles. Die offizielle Version erklärt, dass die Türme in sich zusammenfielen, weil die Stockwerke oberhalb der Einschlagstellen der Flugzeuge mit ihrem Gewicht auf die unteren Stockwerke fielen. Wisniewski behauptet, dass explodierende Kerosintanks die Stahlträger niemals zum Schmelzen gebracht hätten. Die Türme krachten so zusammen, wie es nur Sprengungen innerhalb des Gebäudes herbeiführen hätten können. Auf Aufnahmen entdeckte er und andere Aufdecker klare Merkmale der Explosionen. Sehr, sehr viele von diesen Zeugenaussagen sind dokumentiert, auch im Fernsehen zu sehen gewesen. Zum Beispiel eine NBC-Reporterin namens Ann Thompson hörte eine Explosion, sie rettete sich in ein Gebäude. Als sie wieder herauskam, hörte sie eine zweite Explosion. Und von den Feuerwehrleuten sei sie noch vor weiteren Explosionen gewarnt worden. Besonders bizarr. Das Gebäude wurde über einen längeren Zeitraum vorbereitet, innen
durch Sprengungen. Und das, was wir dann gesehen haben,